Hi, ich bin DF. Heute erfinde ich zwar das Rad nicht neu, aber ich möchte mir selbst und hoffentlich auch euch eine interessante Frage beantworten. Es geht um diese zwei Teelichter hier. Es geht um dieses Mini-Shelter, das ich aus meinem Regenponcho errichtet habe. Und die Frage lautet: Kann ich die Teelichter als Heizung verwenden? Und was bringt das überhaupt? Ist das messbar? Ich bin jetzt schon seit über 10 Minuten hier in diesem Shelter und allein durch meine Körperwärme ist die Innentemperatur so um 1 bis 2 Grad gestiegen. Draußen hat es ungefähr so 8 Grad und hier drin sind es mittlerweile 10 Grad. Okay, und jetzt schalten wir mal die Teelichter dazu. Ich warte jetzt mal eine Weile. Es ist jetzt 15 Minuten später. Schauen wir doch mal aufs Thermometer. Ja, da hat sich nicht viel getan. Obwohl das Thermometer in unmittelbarer Nähe zu den Teelichtern steht. 10,5 Grad, also ein halbes Grad mehr wie vorher. Da tut sich nicht viel. Ja, hier am unteren Bereich, da merkt man schon mit der Hand, da ist es immer noch kalt. Gehe ich jetzt weiter nach oben. Gut, oberhalb von den Kerzen ist es sowieso warm. Aber auch seitlich davon, also generell im oberen Bereich des Shelters, merkt man schon, dass die Wärme sich ein bisschen sammelt. Aber das Thermometer ist natürlich hier unten angebracht und deswegen kann es das nicht messen. Das heißt aber auch, beim Schlafen, wenn man auf dem Boden liegt, bringt einem die Heizung relativ wenig, weil die Wärme einfach nach oben abgeht. Es stellt sich nur noch die Frage, taugt das Ganze jetzt was oder nicht? Ich persönlich würde sagen, obwohl die Gesamttemperatur nicht merklich verändert wurde, ja, das Ganze taugt was, weil man auf engstem Raum in der Lage ist, eine kleine Heizung einzubauen und sich zumindest die Hände daran zu wärmen. Und warme Hände sind schon verdammt viel wert, wenn es draußen richtig schweinekalt ist. Ich habe jetzt wieder alles abgebaut und wie man sieht, beträgt die Außentemperatur 8 Grad. Die Teelichter hatten nur einen sehr geringen Einfluss auf die Temperatur. Physikalisch ist das auch ganz einfach erklärbar. Ich habe mal einen Artikel von Herrn Professor Dr. Specht von der Uni Magdeburg gelesen und er schreibt, dass der menschliche Körper, je nach körperlicher Belastung und nach Außentemperatur, bis zu 300 Watt an Wärmeleistung abgibt. Und selbst im Ruhezustand bei 20 Grad Außentemperatur sind es immer noch 100 Watt. Ein Teelicht liefert dagegen nur 30 bis 40 Watt. Und so ist es auch erklärbar, dass die Temperaturänderung hauptsächlich durch meine eigene Körperwärme vonstatten ging. Denn als ich das Shelter aufgebaut habe, da war ich stark erhitzt. Ich bin davor noch einen steilen Berg nach oben gegangen. Die Sonne war da, ich hatte dicke Klamotten an, da habe ich geschwitzt. Und bei einer Außentemperatur von etwa 8 Grad kann man davon ausgehen, dass ich so ungefähr 200 Watt an Wärmeleistung abgegeben habe. Ein Vielfaches der Teelichter. Apropos Sonne. Die war zwar noch da, als ich das Shelter aufgebaut habe, aber ich habe extra so lange gewartet, bis sie weg war, bevor ich das Experiment gestartet habe. Das hatte also keinen Einfluss. So, Experiment beendet. Jetzt gehe ich wieder heim. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao! So, das war mein Experiment. So, Experiment beendet. Ich hoffe, ihr habt. Ja.